Hallo Freunde, mein Name ist Famulus. Weiter geht es mit dem dritten Teil des Energiestoffwechsels. Aus einem Glykogenmolekül können auf aerobem Wege 31 ATP-Moleküle gebildet werden. Auf anaerobem Wege können nur 3 ATP-Moleküle gebildet werden. Aus dieser Beispielrechnung mit 100 Glykogenmolekülen kann man sehr schnell erkennen, dass die Summe der ATP-Moleküle mit steigendem aeroben Anteil größer wird. Mit 3072 ATP-Molekülen haben wir eine über 9-mal höhere Summe als beim anaeroben Abbau von Glykogen. Deshalb ist die anaerob-laktazide Energiegewinnung eigentlich ziemlich ineffizient. Trotzdem wird dieser Stoffwechselweg bei kurzen, maximalen Streckenläufen, wie zum Beispiel beim 100 oder 400 Meter Lauf, bevorzugt, da die ATP-Resyntheserate pro Sekunde viel schneller ist als bei der aeroben Glykolyse. Das zeigen auch die Zahlen von Haltman und Harris mit einer ATP-Bildungsgeschwindigkeit von 39,1 Millimol pro Sekunde. Zwar ist die ATP-Bildung pro Sekunde über die anaerobe Glykolyse nur etwa halb so schnell wie übers KRP, dafür aber etwa doppelt so schnell wie über die aerobe Glykolyse von Muskelglykogen. Leider hört der Spaß aber schon nach maximal 45 Sekunden auf, da das Blut übersäuert, wie wir schon aus dem Video zur anaeroben Schwelle wissen. Und mit dem Leberglykogen muss ich gar nicht erst anfangen, da hier die ATP-Bildungsgeschwindigkeit mit 6,2 Millimol pro Sekunde im Vergleich zum Muskelglykogen sehr langsam und deshalb weniger interessant für den Sportler ist. Das Leberglykogen hat auch eigentlich eher den Zweck, den Blutzucker stabil zu halten und damit insbesondere das Gehirn, aber auch alle anderen Nervenzellen, das Nierenmark und die roten Blutkörperchen zu versorgen. Und wenn wir uns die ATP-Bildungsrate von Fetten anschauen, wird es umso deutlicher. Mit 6,7 Millimol pro Sekunde ist selbst der Fettstoffwechsel schneller als das Leberglykogen. Und jetzt kommt es noch besser. Fette liefern auf 1 Gramm ca. doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate und außerdem können sie vom Körper nahezu wasserfrei gespeichert werden, da sie unpolar sind. Deshalb werden sie von unserem Körper auch so gerne als Depotfett gespeichert. Außerdem haben sie noch weitere und gar überlebenswichtige Funktionen im Organismus. Falls es dich interessiert, findest du diese in meinem Basic-Ernährungsvideo zu den Fetten in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Und weil wir im Körper unzählige Kilogramme an Depotfett als Unterhautfettgewebe oder als Bauchfett vorliegen haben, bei Männern in der Regel über 10 fucking Kilogramm, ist klar, dass hier ein nahezu endloser Energiespeichervorrat für den Sportler besteht. Haltman und Harris geben einen Phosphatvorrat von 4 Millionen Millimol an. Zudem finden wir auch noch geringe Anteile an Fetten direkt im Muskelgewebe, sowie in der Leber, als auch im Blut und in den Lymphen. Und wie schon im ersten Teil erwähnt, ist der Fettstoffwechsel sogar ständig aktiv, denn im Prinzip bauen fast alle anderen Zellen, die nicht vom Blutzucker abhängig sind, und dazu gehören auch Muskelzellen, bevorzugt freie Fettsäuren ab. Und wie sieht es eigentlich aus, wenn wir von Proteinen sprechen? Nun, nachdem selbst nach einem extrem intensiven Marathonlauf gerade einmal 20 bis 40 Gramm Aminosäuren abgebaut werden, scheint diese Art von Energiegewinnung für den Sportler vernachlässigbar zu sein. Außerdem ist nicht mal eine direkte ATP-Resynthese möglich, da die Aminosäuren zunächst zu Glucose, also zu einem Kohlenhydrat, umgewandelt werden müssen. Also äußerst ineffizient. Fazit des Ganzen? Je größer die Reserven, desto länger die Belastungsdauer. Aber auch je größer die Reserven, desto weniger Energie pro Sekunde. Schade, aber so ist nun mal die Evolution. Sonst wären wir wohl richtige Supermenschen. Und damit vielen herzlichen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du immer noch keine Ahnung hast, wovon ich da eigentlich spreche, dann solltest du dir unbedingt den ersten Teil der Videoserie sowie die Ernährungs-Basic-Videos anschauen. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.